So bewegend war das Leben von Schauspielerin Jana Palaske. Einem jüngeren Publikum ist die 38-Jährige sicherlich aus den Fuck You Goethe-Filmen bekannt, in denen sie Charlie spielt. Älteren Filmfans ist sie vielleicht aus Quentin Tarantinos Inglourious Basterds ein Begriff. Auch als Moderatorin, Sängerin, Sprecherin und Aktivistin machte sie auf sich aufmerksam. Im Jahr 2011 sprach Palaske erstmals über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Nachdem sie als 16-jähriger Teenager ein Jahr in den USA verbrachte, hat Jana immer mehr abgenommen und wurde schließlich magersüchtig. Grund dafür? Sie kam in ihrer Heimat Berlin nicht mehr mit dem Leben zurecht und geriet in eine Krise. Das führte sogar dazu, dass sie nicht mehr zur Schule gehen konnte und dem Tode nahe war. Im Interview mit der Bild verriet sie zu dem Thema: Man fügt es sich selbst zu, weil man noch nicht gelernt hat zu artikulieren oder überhaupt zu erkennen und zuzugeben, dass man gerne Hilfe hätte. Ihre Mutter stellte Jana damals vor ein Ultimatum und sagte ihr, sie solle sich für oder gegen das Leben entscheiden. Dann habe ich mir selber eine Klinik ausgesucht und bin 3 Monate hingegangen, verriet Palaske in einem Interview gegenüber Freundin Donna ihre Reaktion darauf. Inzwischen könnte es Jana Palaske sicherlich nicht besser gehen. Sie ist erfolgreiche Schauspielerin und reist für ihr Leben gerne durch die Welt.